You protect too much, negative energy, was auch immer, was auch immer, was auch immer. Typische Siegererklärung, wie auch immer. Und weiter geht's im Klappentext. Warum ist es eigentlich Story-Modus? Das ist eigentlich mehr der Arcade-Modus, oder? Ich meine, unter Story-Modus, ich gehe jetzt einfach mal von Blast Blue-Logik aus oder Guilty Gear mit Story-Modus. Weil das sind für mich mehr die Art von Story-Modus, weil die auch wirklich eine Handlung erklären. Auch wenn die Handlung manchmal extrem verwirrend ist. Speziell für Blast Blue. Aber da habe ich die anderen Teile auch nie gespielt, außer Calamity Trigger. Weil die 3DS-Version von Continuum Shift ist niemals hier rausgekommen, seltsamerweise. Was mich extrem angekotzt hat. Und ich habe keine PS3, um die anderen Teile zu spielen. Oder sage ich mal die Variation, um ein bisschen auf die Handlung einzugehen von Blast Blue. Und von Guilty Gear habe ich nur die PSP-Version. Da habe ich auch nicht alle Teile gespielt. Aber ich glaube, es gab auch für die Wii einen Teil. Aber da habe ich mich noch nicht so für die Franchise interessiert. Bereue ich irgendwie ein bisschen, weil es doch schon ein ziemlich guter Fighter. Also bitte mal genau sein, jedenfalls für mich. Ich glaube, ich habe gerade eine Technik eingesetzt. Ich bin mir nicht ganz so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, ich habe trotzdem gewonnen. Ich habe schon wieder gewonnen. Das ging ja extrem schnell. Oh, doch Handlung. Aber ich sehe nicht, wie das anders da ist als... Na gut, es... Ich habe gar nichts gedrückt. Was zum Teufel? Lasst mich den Text lesen. Ich weiß nicht, irgendwie was mit der Regierung traut den Kämpfer nicht über den Weg. Ladi yada yada, keine Ahnung, interessiert mich irgendwie nicht. Weil ich habe den Rest nicht gelesen, ich weiß gar nicht, um was es geht. Aber vielleicht stecke ich meine Erwartungen zu hoch, weil das war letzten Endes ein Freeware-Game und ist in dem Sinne immer noch dasselbe Spiel wie davor, bloß mit englischem Text. Nur, dass das Spiel selber jetzt kostenpflichtig ist, einfach weil es wahrscheinlich nur den englischen Text hat. Aber ich kann darüber nicht wirklich reden, weil ich habe die Freeware-Version nie gespielt. Ich wollte sie mir, glaube ich, mal... Nein. Haha. Na gut, würde ich jetzt in einen höheren Schwierigkeitsgrad spielen, dann wäre das wahrscheinlich etwas kritischer. Jedenfalls für mich hier. Ich bin gerade am Ausprobieren, was für Techniken funktionieren und was nicht. Also, Dreiviertelbewegung, eine halbe Bewegung und dann Angriffs-Tripp-Taste, aber hier gibt es nur Angriff und beziehungsweise schwache, normale und extrem starke Angriff. Insofern, ja. Aber ich glaube, ich habe eine Technik eingesetzt. Und irgendwas hat mich getroffen, ich glaube, weil sie einen Bogen hat. Und sie kämpft für ihre Schwester, okay? Oder... Ja, für ihre Schwester, wie auch immer. Ich weiß wirklich nicht, was die Charaktere im Hintergrund machen. Jedenfalls die, die ich ausgewählt habe. Sind die einfach nur dazu da, um schick auszusehen? Oder machen die irgendetwas Besonderes für mich? Ich habe irgendwas gemacht und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was. Dammit! Ich sehe, ich habe wahrscheinlich jetzt schon drei Teile rausgehauen, jedenfalls aus dem Video, das ich hier aufnehme. Ja, tut mir auch richtig leid, dass die Videos so scheiße sind. Oh, ich habe abgewehrt. Gut. Dass die Videos so kurz sind, aber die Upload-Zeiten nehme ich einfach nicht in den Kauf. Ich bin jemand, der gerne weggeht, noch unter den Tagen. Oder wo ich gerade, sage ich mal, irgendwas noch mache. Oder beziehungsweise allgemein jeden Tag gehe ich gerne weg. Und würde ich ungern meine Zeit für 2 oder 3 Stunden von einem Upload von einem Video beschäftigen, beziehungsweise in Kauf nehmen. Ich glaube, ich habe mich gerade verplappert. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt jetzt natürlich auch sagen, warum lässt ihr den Computer nicht an? Einfach aus dem Grund, ich lasse meinen Computer nicht an, wenn ich mein Haus verlasse. Und, oh Mann, das wird ein bisschen heftiger jetzt. Also bei mir sind die Tasten irgendwie komplett durcheinander. Ich merke gerade, meine schwache Attacke ist dort, wo eigentlich die starke sein soll oder die normale. Und meine normale ist dort, wo die schwache sein soll.
Halt, nein, ich korrigiere mich. Meine Schwache ist da, wo die schwache Taste sein soll. Okay. Ja, das ist irgendeine Spezialattacke, die ich da einsetze, aber ich weiß nicht, was die macht. Spielt für mich irgendwie keine Rolle. Egal, ich habe gewonnen.